meine lieben Thermi-Freunde. Ja, heute kochen wir wieder zusammen und zwar machen wir leckere Holzfällerschnitzel. Ich nehme Putenschnitzel dazu, ihr könnt aber auch Schweineschnitzel nehmen, aber dann ist einfach die Zeit im Backofen einfach für 5 bis 7 Minuten länger. So brauchen Sie jetzt eine halbe Stunde bei Putenschnitzel und beim Schwein einfach dann 35, 37. Ja, das seht ihr ja einfach, ob sie dann durch sind. Ja, ich zeige euch mal die Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen wieder gar nicht viel. Als allererstes brauchen wir eine Zwiebel. Die habe ich mir wieder geviertelt. Die geben wir in den Mixtopf rein. Und die verkleinern wir uns jetzt wie immer 3 Sekunden auf der Stufe 5. Zwiebeln sind wunderbar schön klein. Die schiebe ich mal jetzt einfach mit dem Spatel ein bisschen nach unten, weil die werden jetzt angedünstet. So, da geben wir jetzt dazu einen Esslöffel Öl und dazu kommen noch 100 Gramm Schinkenspeck, also so Schinkenwürfele. Geben wir auch dazu. Na, geht auch raus. Jetzt auch. Und das Ganze dünscht man uns jetzt an. Und zwar 4 Minuten. Auf Varoma. Ganz rüber drehen. Und die Stufe 1. So, und dabei machen wir uns gleich mal das andere fertig. Ich habe jetzt 250 Gramm Champignon geviertelt. Die, wo klein waren, habe ich bloß halbiert. Also einfach 250 Gramm Champignon. Die gebe ich jetzt in meine große Ofenhexe rein. Verteile sie schön. Und da drauf kommen jetzt meine Putenschnitzel. Ich habe jetzt 3 Stück, weil wir 3 Leute sind. Ihr könnt es aber auch 4, 5, so viel nehmen, wie ihr wollt. Wie halt Platz hat, sage ich mal. Wir nehmen jetzt 3 Stück. Die habe ich mir jetzt von beiden Seiten mit Salz, Pfeffer und Paprika gut gewürzt. Die lege ich jetzt so rein. So schaut es jetzt aus. Ja, und jetzt warten wir noch, bis die Zwiebel und der Speck schön angedünstet ist. Und dann machen wir wieder zusammen weiter. So, unser Speck und die Zwiebel sind angedünstet. Ich zeige es euch jetzt gerade mal, wie es aussieht. So sieht es jetzt aus. So, und jetzt kommen 400 Gramm Sahne dazu. Und einfach bloß noch die Gewürze. Und zwar brauchen wir, ich habe es mir schon wieder alles schön zusammen hergerichtet, wir brauchen einen Teelöffel Gemüsebrühe, einen Teelöffel Paprika Edelsüß, einen halben Teelöffel Majoran, einen Teelöffel Thymian und 25 Gramm Mehl. Geht man auch mit rein. Salz braucht man keins dazugeben, wechsel Speckwürfeli, die sind ja schön würzig. So, das Ganze verrühre ich jetzt bloß schnell 5 Sekunden auf der Stufe 3. Dass das einfach ein bisschen sich verrührt und das mäßig schön verteilt. So, schaut mal, so schaut es jetzt aus, die Soße. Und das Ganze kochen wir uns jetzt noch schnell auf. Und zwar 5 Minuten auf 100 Grad auf der Stufe 1. Jetzt auch. Die Soße ist schön aufgekocht. Schaut einmal, so schaut sie jetzt aus. Richtig dick, zähflüssig ist sie. Und die gießen wir jetzt direkt auf unsere Schnitzerle drüber. Probiere ich sie gerade mal schnell noch. Vom Geschmack her. Ja, wunderbar. Wunderbar.
geben wir gar nichts mehr dazu. Schnitzel, dass die Schnitzel schön bedeckt sind. Mein Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und wie vorhin schon gesagt, bei Pute mache ich eine halbe Stunde. Und wenn ich Schwein nehme, ja, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, 35, 38 Minuten, irgendwie so. Einfach 5 bis 10 Minuten länger, das seht ihr ja dann selber. So, schaut mal, schaut euch jetzt schon ganz lecker aus. Gleich weg, wo ich da wieder gesappert habe. So, jetzt seht ihr das, so guckt es aus. Und das schiebe ich jetzt rein und wenn es fertig ist, hole ich euch natürlich wieder dazu und zeige euch, wie es fertig ausschaut. So, unsere Holzfällerschnitzel sind jetzt fertig. Ausschauen tun sie wieder wunderbar. Soße, schaut mal, habt ihr wirklich jede Menge. Ich probiere sie jetzt gleich einmal. Traumhaft, sage ich euch wirklich. Ich habe mir jetzt nur Nudeln nehmen. Bei in der Pfanne noch anbraten, wo es dazu gibt. Ja, macht es doch mal nach, es schmeckt wirklich sau, sau lecker. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bei uns scheint die Sonne endlich mal wieder, nichts wie raus, einen schönen Spaziergang machen heute. Also dann sage ich, macht es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Termi Manu.